Zack, unser nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten Part einer weiteren Karriere und zwar der dritten und vorerst letzten hier auf dem Kanal. Es geht heute los mit dem großen, großen Club aus England, mit dem absoluten Meisterschaftsaspirant, mit dem neuen Club von Trainer Pep Guardiola und den wollen wir heute erobern und zwar als Maxi MGT. Anders als bei 96 werden wir das Ganze nicht mit dem direkten Namen sagen, sondern mit meinem Namen, weil, naja, neuer Trainer zwar da, aber ich halt auch neu und das passt, ich kann mich einfach so da reinsetzen und austauschen, das hat Bestände, da geht das nicht, weil Identifikationsfigur. Lange Rede, kurzer Sinn, wir starten rein und ich würde sagen, wir gucken einmal kurz in den Verein an. Vorher 60%ige Erhöhung machen wir trotz dessen, ja, Man United, Man City und so weiter und so fort, alle extrem hohes Transferbudget schon haben, aber wegen den TV-Geldern, damit es nochmal ein bisschen realistischer ist. Dazu globales Transfernetzwerk, ich habe diese Boni halt, deswegen benutze ich sie auch. Ihr habt am Thumbnail gesehen und wer aufmerksam war, wusste es auch schon vorher. Wir spielen mit Manchester City in dieser Karriere mit ihrem neuen wunderschönen Logo. Ich mag das richtig gerne. Ihr seht schon, die Anforderungen sind sehr, sehr hoch, aber genau das wollen wir erreichen. Ihr wisst ja relativ gut, dass ich normalerweise mich in FIFA-Karrieremodus sehr schnell reinfuchsen kann und auch mit jedem kleinen Team fast alles gewinne. Das ist natürlich hier auch wieder das Ziel, denn hier ist es realistisch und wir wollen Meister werden. Wir wollen früher oder später die Champions League gewinnen und die Pokale am besten auch noch. Also im Endeffekt alles und der beste Verein der Welt werden. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. 1000 Likes für die erste Episode mit dem Manchester City Karrieremodus. Videobeschreibung, Links zu meinen Social Media Plattformen, FIFA 17 vorbestellen, mein Merchandise da unten auch verlinkt und bei IG Vault könnt ihr auch vorbeischauen für Münzen im FIFA 17 Ultimate Team bzw. für Microsoft Guthaben für FIFA Points. So, Maxi MGT, eine Sekunde. Ich sehe halt gar nicht so aus, aber es gibt ja keinen Blonden und ich gehe übrigens in Hemd und Schlips, glaube ich. Ja, ja, das finde ich gut. Passt zur Premier League, wobei, doch, ja, passt. Okay, alles klar. Legende 5 Minuten, Etihad wie gehabt, machen wir so. Das sehen wir jedes Mal und das nächste wahrscheinlich auch. Ach Mensch, mal ausnahmsweise nicht Roma und Pjanic, sondern Gündogan und City. Das passt ja sogar, das ist ja unglaublich. Wir dürfen uns Turniere angucken und auch in diesem Karrieremodus habt ihr natürlich wieder Mitspracherecht. Bei den Transfers sogar mehr als bei 96, weil da will ich ja eigentlich gar keine machen. Bei Gladbach habt ihr natürlich auch welches, aber hier vor allem, das heißt hier könnt ihr euch gerade auch wegen dem Geld, das wir haben, kreativ austoben. Wir nehmen, ich glaube, das einfachste Turnier, weil ich möchte eigentlich ganz gerne Erfolg haben, mehr, also gute Form, mehr als Geld, weil das haben wir sowieso genug, deswegen nehmen wir den unattraktiven Cup in Anführungsstrichen. Die Kommentierweise wird übrigens genauso sein wie bei 96, einmal ein Live-Spiel kommentiert und einmal nachkommentiert im Sportschau-Stil pro Episode. Ich denke mal, das ist ganz cool auf dieser Switch und wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst übrigens nicht, dass das wirklich, wirklich eine Menge Aufwand ist, die ich hier in diesen Karrieremodus reinstecke. Ich wurde letztens mal gefragt, so 7 Stunden dauert das schon alles insgesamt, also vergesst das nicht, wenn irgendwann mal kein Video kommen sollte, weil ich es zeitlich nicht schaffe. Trikotverkäufe, 20 Millionen wollen, 200 Millionen wollen sie haben. Ups, habe ich mich ein bisschen verguckt, aber in Ordnung, das kriegen wir bestimmt hin und den Rest der Ziele gucken wir uns jetzt an. Nachwuchsentwicklung sieht ähnlich aus bei 96, 2 Spieler unter 20 Potenzial, die den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet, kriegen wir bestimmt hin. Verpflichte einen Jugendspieler in derselben Saison, in der sie gescoutet wurden, für die Profimannschaft und sorge einen Einsatz für 5 Spielen, Start oder Einwechslung, ist auch in Ordnung. Markenpräsenz, 200 Millionen Einnahmen aus Trikotverkäufen, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Scharfe Champions Cup Qualifikation und über 2 Champions Cup Saisons Pokalsieg, das heißt, wir sollen auf jeden Fall irgendwann die Liga, Champions League gewinnen. Erfolge national, Ligameister und Pokalsieg, sollte relativ logisch sein. Finanzen haben wir keine Ziele, wir sind nämlich reich genug. Wenn man sich diese Startaufstellung mal anguckt, muss man sich wirklich fragen, was für Transfers willst du überhaupt noch machen, Max? Und das ist genau die Sache, das entscheidet ihr. Ballert einfach rein, was ihr sehen wollt, wir haben das Geld, wir haben die Möglichkeiten und wenn ihr richtig kranke Transfers haben wollt, ein Ronaldo, ein Messi und so weiter, wir können es versuchen, vielleicht kriegen wir es ja hin. Das Ding ist, ich möchte tatsächlich ein bisschen spielen wie Man City in Realität, also Tiki-Taka, so ein bisschen Pep Guardiola-Style. Mal sehen, wie wir das hinbekommen, aber es stehen theoretisch alle Optionen offen, schreibt einfach eure Wünsche gerne in die Kommentare und lasst es mich wissen. Den Kader angucken tun wir uns natürlich trotzdem. Wir haben Bravo, Willy Caballero, Angus Gunn, Ian Lawler, Joe Hart und Geronimo Rulli im Kasten, wo man sagen muss, ganz ehrlich, wir haben tatsächlich 6 Keeper und das geht so nicht. Wir werden den Kollegen ein Jahr verleihen, auch wenn er dann weg ist und wir werden Angus Gunn verkaufen, weil, nee, warte mal, werden wir nicht machen. Ist ja totaler Schwachsinn. Den werden wir verleihen. Ich hatte gedacht, die haben noch einen älteren Torwart. Den werden wir verkaufen. So ist richtig, zumal der sowieso noch 12 Monate Vertrag hat. Hart und Rulli sind noch theoretisch da. Dann haben wir noch einen Willy Caballero, den ich eventuell ersetzen möchte mit einem jungen Torwart. Also mit einem Nachwuchsspieler. Das wäre so mein Ziel. Das wäre meine Idee, dass wir ein Tor aufbauen. Auch wenn wir da Rulli theoretisch noch haben. Bravo und Hart werden irgendwann den Verein verlassen. Hart ist sowieso erstmal verliehen und der wird danach dann verkauft werden, wenn er wieder da ist. Weil er ja eine Saison nicht da war. Und Bravo wird nach der Saison wahrscheinlich auch verkauft werden. Dementsprechend haben wir dann Geronimo Rulli, einen sehr guten Keeper. Und dazu noch den Nachwuchskeeper, den ich selber etablieren
möchte, womit wir auch das Ziel dann erfüllen können. Das ist ganz gut. Sanja, Zabaleta und Maffeo. Maffeo werde ich direkt mal verleihen. Den mag ich extrem gerne, den Jungen. Den habe ich in einem anderen Karrieremodus bei Oxford. Den habe ich euch mal gezeigt in FIFA 16 am PC auf Malta. Habe ich den benutzt. Der ist eigentlich ganz cool. Mal sehen, ob wir den irgendwie noch pushen können. Zabaleta und Sanja sind aber auch gut. Aber auch da möchte ich eventuell einen jungen Spieler haben. Also schreibt mal Vorschläge rein. Vielleicht wollt ihr irgendwelche Rechtsverteidiger explizit sehen. Und wem von den beiden soll ich eher verkaufen? Die Wahl habe ich schon getroffen. Und das wird Sanja sein. Der Vertrag läuft dann nur noch 12 Monate. Das ist zwar bei Zabaleta genauso, aber der ist schon Ewigkeiten da, deswegen bleibt der auch da. Dann haben wir weiterhin im Mittelfeld, auf der Innenverteidigerposition, Stones, Otamendi, Company, Cameron Humphreys-Gray, der ist 17 und hat 61, okay, den behalten wir wahrscheinlich doch, den Kollegen verleihen wir aber, auch wenn er noch einen Vertrag hat. Elia Queen Mangala ist momentan verliehen an Valencia, dementsprechend müssen wir da nichts machen. Jason Di Naya ist verliehen an Sunderland, da müssen wir auch nichts machen. Wir haben einen kranken Kader, ganz ehrlich. Links geil, Klischee und Kolarov, die beiden sind auch schon alt. Den Kollegen werde ich übrigens verkaufen. Ich mag ihn an sich sehr gerne, ich mag Kolarov aber lieber und dementsprechend möchte ich den lieber verhalten. Angelino haben wir noch als Nachwuchsspieler, den Vertrag verlängere ich auch direkt mal. Den werde ich aber auch versuchen zu verleihen. Eventuell wollte er auch links irgendeinen Spieler haben. Kolarov ist zwar gut, aber jetzt auch kein Alaba. Von daher schreibt da mal in die Kommentare, was ihr so denkt, ob wir da eventuell noch einen richtigen Starspieler holen sollen. Vielleicht etabliere ich auch einen Nachwuchsspieler, müssen wir da mal sehen. Fernando haben wir Mittelfeld, zentral, defensiv als einzigen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Leroy Sané, Jesus Navas, den ich übrigens auch verkaufen werde. Liegt einfach daran, dass wir sonst zu viele Spieler haben, ganz ehrlich. Dann haben wir Neymar, den werde ich verleihen, weil der ist 18 und hat Talent. Fernandinho, zentrales Mittelfeld. So, und jetzt wird es nämlich kompliziert, weil wir haben eine 6er Position, auf der wir zwei sehr alte bzw. relativ alte Spieler haben. Ich kann mir Fernando bzw. Fernandinho als Backup vorstellen, aber einen der beiden würde ich ganz ehrlich verkaufen und mir einen neuen 6er holen. Ist aber eure Entscheidung. Yaya Touré werde ich benutzen, allerdings nicht als Stammspieler, nicht als essentiellen Stammspieler. Ich werde aber nicht wie Guardiola ihn einfach verscherbeln, weil dafür mag ich Touré zu sehr. Gündogan haben wir auch noch. Ich glaube sogar, wir brauchen keinen Sechser. Nein, wir brauchen keinen Sechser. Wir werden Gündogan einfach auf 6 stellen und Fernando werden wir verkaufen. Ganz einfach. Ich habe Gündogan total vergessen gerade. Zentrales Mittelfeld, dann haben wir auch noch Fabian Delph. Den werde ich versuchen zu verleihen. Der Kader ist einfach zu groß. Patching haben wir dann noch. Das ist ja unglaublich. Die haben so wie, ich weiß gar nicht. Gottes Willen, der sieht nicht aus wie 19. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles noch machen sollen. Moje ist auch noch da, der ist zwar verliehen an Huddersfield, aber oh, Zuculini ist so, ich weiß doch echt nicht. Also wir haben noch De Bruyne und Silva, die wir beide im Mittelfeld spielen lassen werden. Dazu haben wir noch einen Touré als Ersatz. Wir haben einen Delph als Ersatz. Warte mal, Delph können wir gar nicht verleihen. Den brauchen wir als Ersatz. Genau. Wir haben einen Fernandinho als Ersatz. Wir haben einen Gündogan auf A6. Auf A6 bräuchten wir Ersatz, da könnt ihr euch Gedanken machen. Brahim Diaz sieht auch unglaublich stark aus mit 64, mit 17, den werden wir auch mal verleihen. Alexander Zinchenko ist schon verliehen. Vorne haben wir noch, Gottes Willen, vorne, ey, das ist unglaublich. Egal, wir haben auf jeden Fall Silva und De Bruyne im zentralen Mittelfeld. Sterling auf links, auf der rechten Seite müssen wir auf jeden Fall wen Neues holen, aber das überlasse ich euch mal ganz ehrlich. Theoretisch könnte da auch Nolito spielen. Sané haben wir da auch, aber Sané möchte ich eventuell langsam aufbauen, wenn er da jetzt irgendwie sagt, hol Bale oder sowas. Nolito wird Ersatz sein auf links für Sterling. Enes Ünal ist sowieso verliehen, genauso wie Boni und Ruben Sobrino, wer auch immer das ist, den kenne ich ehrlich gesagt nicht. Vorne wird Aguero spielen, Iheanacho wird Ersatzspieler sein, ich werde Ambrose auf jeden Fall verleihen, der hat zwar einiges an Talent, aber den brauchen wir so gesehen momentan nicht. Also theoretisch im rechten Mittelfeld brauchen wir noch einen Spieler, der noch mal eine Runde stärker ist momentan als Sané eventuell. Vielleicht wollte auch, dass ich den spielen lasse, schreibt es in die Kommentare. Ich verzweifle jetzt schon an diesem Kader, ich weiß gar nicht, was ich alles machen soll. Ich brauche eigentlich gar nichts machen, der Kader ist perfekt. Verzeiht mir übrigens, dass ich während dem Ganzen gerade ein bisschen konfus gewirkt habe. Ich wusste einfach nicht, wie extrem ausgeprägt der Kader von City wirklich ist. Wir trainieren unsere Nachwuchsspieler und die sind alle talentiert und krank gut. Einen guten Scout haben wir hier gerade nicht, aber wir werden auf jeden Fall einen einstellen. Freunde, das ist unsere B11, abgesehen von Aguero vorne drin. Und das muss schon einiges heißen, weil die wäre bei vielen Premier League Clubs auch die Startelf. Kompany als Ersatzspieler. Wahnsinn, aber muss halt so sein, weil Stones zu talentiert ist und Otamendi zu viel Potenzial hat und Kompany in die Jahre gekommen ist. Independente sollte normalerweise niemals mithalten können und Aguero macht auch direkt mal das 1-0 standesgemäß. 2-0 kommt direkt hinterher, wir drücken mal Skip und gewinnen 4-0 durch Iheanacho und Fernando noch. Fernando hat gespielt, soll bewerben, sich bewerben, ne, für andere Vereine und macht das mit einem Tor als Sechser. Breitenbruch. Ach ja, Argentinien ist ja sehr deutsch geprägt. Wer das nicht wusste, Spanisch, ja quasi Geschichtsunterricht, ja, es gibt sehr viele Deutsche in Argentinien. Warum, habe ich jetzt keine Lust zu erklären. Ich habe gerade gesehen, der heißt gar nicht Angelino, sondern tatsächlich Angelinho, das ist ja sogar noch besser. Wieder Training, gleiche Spieler und alter Diaz, der rastet ja aus, obwohl er nur ein C hat.
Keyword gegen River Plate gewonnen, jetzt spielen sie gegen uns und zwar wir auswärts. Ich bin übrigens sehr froh, nebenbei bemerkt, dass Iheanacho Nacho so ein bisschen unterm Radar ist, in Realität jetzt gesehen, im Vergleich zu Rashford, der ja sehr gehypt ist, weil so kann sich Iheanacho Nacho im Schatten entwickeln und er wird sich auch bei uns im Schatten von Aguero zu einem hoffentlich richtig genialen Spieler entwickeln. Fernando und Delf kriegen gelb, Nolito macht den Führungstreffer und wir spielen 2-0, weil Navas noch trifft. Das läuft doch richtig schön. Das erste Angebot, was wir bekommen, ist für einen Spieler, den wir gar nicht verkaufen wollen, und zwar für Otamendi. Der ist 28, das heißt nicht mehr so jung, aber der hat 85 und ich mag den richtig gerne in Realität. Dementsprechend möchte ich den eigentlich nur sehr ungern abgeben und wenn, dann fast für doppelten Marktwert 50 Millionen. Wir sind in der Premier League. Hallo Arsenal, ich weiß, ihr seid geil, ihr habt Wenger, aber ein bisschen mehr könnt ihr schon mal ausgeben für einen Innenverteidiger, der gut ist von einem Rivalen. Ja, ich würde sagen, Fernandos quasi Anwesenheit bzw. sein Tor und seine Werbung haben sich gleich ausgezahlt. Wir haben Angebot von Nizza. 9 sollten es aber sein. Jetzt kriegt Gunn tatsächlich seine Chance gegen River Plate und wir spielen außerdem mit Iheanacho vorne in der Spitze. Wir haben ja sowieso schon 2 Siege, das heißt, selbst wenn wir verlieren sollten, sind wir wahrscheinlich weiter. Nolito macht direkt weiter, wo er aufgehört hat und schießt ein Tor. Wir skippen und wir verlieren tatsächlich 2-1. Wahnsinn. Naja, wir sollten trotzdem weiter sein. In der Tat, wir bekommen 2,5 Millionen und im Halbfinale spielen wir gegen Tigres. Na, das ist doch mal eine Ansage. Arsenal hat sein Angebot deutlich verbessert auf 45,5 Millionen. Allerdings reicht mir das persönlich immer noch nicht. 50 sollte es schon mindestens sein. Schreibt mir da jetzt schon mal direkt Vorschläge in die Kommentare. Innenverteidiger, wen sollten wir da holen? Und da es schon das Halbfinale ist, spielen wir gleich so fast mit der A11, aber auch nur fast in Nuancen noch eine B11. Im Finale werden wir dann mit der A11 spielen. 2 Upgrades bei Diaz und Iheanacho, sehr schön, fast schon herrlich. Im Finale dann allerdings auch schon live kommentiert und den Auftakt in der Nähe nachkommentiert. Und den Auftakt in der Premier League, nein, live kommentiert. Und den Auftakt in der Premier League gibt es dann im Sportschau-Style. Das werdet ihr übrigens immer spontan entscheiden können. Ich werde immer unter jeder Episode eine Abstimmung machen. Für diese jetzt noch nicht, aber ab der nächsten, weil es dann ja in der Liga richtig losgeht. Für die Spiele, welches ich live und welches ich nachkommentieren soll. Ich werde immer ankündigen, welches Spiel ich spielen werde, also welche Spiele ich spielen werde. Und dann könnt ihr entscheiden, welches ich nachkommentieren, welches ich live kommentieren soll. Ich denke mal, das ist ganz cool und ihr habt wirklich einen Einfluss darauf, was passiert. Wird bei 96 übrigens genauso sein, habe ich nur noch nicht angekündigt. Wahrscheinlich lassen wir, nein. Einfach nein. Ach herrje, Willi fühlt sich nicht wohl nur auf der Bank zu sitzen, deswegen steht er jetzt im Tor im Halbfinale gegen Tigres. Ihr seht schon, das Ganze sieht nochmal ein bisschen stärker aus und wir verlieren das Ding vielleicht, weil wir durch Damm in Rückstand geraten. Jürgen Damm, unglaublich schneller Spieler, aber normalerweise sollte das kein Problem sein. Iheanacho macht einen Ausgleich, das sieht schon mal besser aus. Ich traue mich aber nicht auf Skip zu drücken. Sané macht das 2-1, nach 3-1 traue ich mich, aber vorher nicht, wenn wir das 3-1 überhaupt machen. Weil das ist natürlich 2-2. Ach du meine Güte, wir können das doch jetzt nicht verlieren. Freunde, bitte macht keinen Scheiß, wir würden meine Pläne komplett durcheinander bringen. Ich hätte nicht erwartet, dass es hier knapp werden würde. Das ist doch wohl ein Scherz! Das ist doch wohl ein Scherz! Wir verlieren gegen Tigres! Also das ist nicht herrlich, das ist gar nicht herrlich. Aber gut, dann gibt's nächste Episode halt das Ganze von euch entschieden. Link ist in der Videobeschreibung. War übrigens auch in der Hannover-Episode. Ich weiß nur nicht, ob ihr das gecheckt habt. Wenn ihr die Episode geguckt habt und da nicht reingeschaut habt, guckt jetzt nochmal nach. Ich habe es jetzt erst angekündigt, in der Episode habe ich es nicht angekündigt, aber es wird trotzdem da sein. Verwirrend? Vielleicht. Innenverteidiger. Also Freunde, in die Kommentare schreiben, wen sollen wir holen? Otamendi ist nämlich leider weg. Finde ich in gewisser Weise schade, weil ich den gerne mag. Andererseits aber auch nicht so schlimm, weil 50 Millionen für einen 28-Jährigen ist okay. Ein Lawler ist hingegen weg, geht zu Grimsby Town und zwar für 300.000. Das passt. Und auch Fernando wird uns wohl verlassen. 8,5 Millionen, Nizza halt angenommen. Das läuft doch. Und jetzt passenderweise noch ein Angebot für Jesus Navas vom FC Everton. Aber 14,5 sollten es schon sein. Ja, und tatsächlich, er geht zu Arsenal. Otamendi ist weg. Dazu ist auch Ian Lawler weg. Und Everton sagt 12 Millionen für Navas. Das ist fast Marktwert. 13,5, ich komme nochmal entgegen. Und damit war es das dann auch für diese Episode. Letztes Training und danach gehen wir nur nochmal ganz kurz zum nächsten Ereignis im Posteingang. Diaz macht echt gute Fortschritte. Und am 23. Juli einigen wir uns mit Everton auf 13 Millionen für Jesus Navas. Und dazu haben wir ein Angebot für Bakary Sanja von Bayer Leverkusen. Die wollen 8 Millionen bieten. Wir wollen 9 haben. Mal sehen, ob sie das noch machen. Aber das sehen wir erst in der nächsten Episode. Wenn es euch heute gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. 1000 Likes für die erste Episode des Manchester City Karrieremodus. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit den ersten Spielen, mit euren Transfers, beziehungsweise den ersten richtigen Hammer-Transfers eventuell. Und hoffentlich mit den ersten Siegen und Punkten in der Premier League. Das war's. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Checkt die Links in der Beschreibung. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein und ciao.